Hallo und herzlich willkommen zum ersten Unboxing auf meinem Kanal. Und zwar so Silvesterknaller. Ja. Viele, viele Silvesterknaller, die wir gestern gekauft haben. Tja, also dann nochmal anfangen. Als erstes möchte ich mal die Space Travel zeigen. Das sind 12 Teile, ich meinte. Entschuldigung, also 12 Raketen. Das auf dem Weko-Feuerwerk. Das sind so Pfeiffer-Raketen. Ja, die sind ziemlich cool. Ich freue mich auch schon, die dann hochschießen zu lassen. Ja. Dann auch eins der coolsten Sachen, kann ich nur sagen. Das ist auch ziemlich schwer. So. Das ist so eine Batterie mit 300 Schüssen. Und zwar Devil's Dance, also Teufelstanz. Und das ist auch ein Weko-Feuerwerk. Das kann man mal mitmachen. Ich habe es für 4,99 bekommen. Das ist ein Liga, wie es auch über ein Angebot war. Das sind 300 Batterien, wie man hier sieht. Und davon, da mache ich auch natürlich ein Video, wie ich das alles hochjage. Okay, dann als nächstes. Das ist von Helios Feuerwerk. Auch sehr cool. Das wird dann am Schluss wird es dann so aussehen. Das zeige ich mal ganz kurz. Also am Anfang hier wird es weiß, dann wird es da so grün-rosa und hier so grün-weiß und rot. Auch richtig cool, da freue ich mich auch schon, das zu zünden. Ja. Okay, dann nehmen wir mal das nächste, und zwar die römischen Lichter. Das haben auch ganz viele gekauft damals. Und das ist vom Kellerfeuerwerk. Hier, okay, das sind 20 Schüsse. Also 3 Stück, also pro römisches Licht. Also es ist 20 Schüsse. Also es sind 20 leuchtende Sterne mit bunten Farbeffekten. Ja, da freue ich mich auch schon ziemlich drauf. Also kommen wir mal zum nächsten. Und zwar zu 2 Packungen Kanonenschläge. Auch von Helios Feuerwerk. Ja, das ist auch ziemlich cool, aber die sind auch richtig gefährlich. Die muss man ganz schnell wegwerfen. Ja, und das sind echt coole Kanonenschläge. Die sind auch echt laut. Ja. Okay, also kommen wir mal zum nächsten. Das nächste ist die Flotte Biene. Das ist auch vom Kellerfeuerwerk. Das sind 25 Schüsse. Das habe ich mal für 99 Cent bekommen. Ist echt günstig und das sieht dann später so aus. Und ja. Und jetzt kommen wir auch zu eins der coolsten Sachen. Das haben wahrscheinlich die meisten. Und zwar China-Böller. Hier habe ich ganz viele in der Packung drin. China-Böller D, China-Böller A, China-Böller B, China-Böller I und so weiter. Ganz große, wieder kleinere, längere, immer Verschiedenheit. Das ist von Helios Feuerwerk. Okay, also das ist dann... Die sind auch richtig cool. Wahrscheinlich alle haben China-Böller. Und da freue ich mich auch schon, richtig viele von denen zu zünden. Also, kommen wir auch wieder zu eines der letzten und auch eines der coolsten Sachen. Also, das sind Cracker Smacker. 16er D-Böller. Knallkette von Weko Feuerwerk. Also, das sind 60 Schüsse mit super Knalleffekten. Da habe ich zwei von denen und ja, dann gibt es noch meine Böller-Knallkette, aber von Komet-Feuerwerk. Das sind 24er. Das sind 24er Knallkette, das andere war ja eine 60er. Ja, die knallen echt richtig und ja, dann kommen wir jetzt auch eins der coolsten Sachen.
So, 175. Jetzt, also nochmal 175. Das ist ein Speedlight. Veko-Feuerwerk. Also es sind römische Lichter, sagen wir es mal so. Hier steht Veko-Feuerwerk. Hier, Entschuldigung. So. Also. Dann das vorletzte ist Ocean of Light. Ist auch ziemlich gut. Cool meinte ich, und gut. Von Veko-Feuerwerk. Das sieht dann am Ende so aus, also ganz normal gelb. Dann so unten blau und oben gelb und dann so unten rot. Und gelb, das ist eine sehr lange Brenndauer, wie da steht. Und das muss man, ja, wie jeder weiß, einmal anzünden. Okay, dann kommen wir zum letzten. Das letzte ist sind die drei Super Edna Vulkane vom Kellerfeuerwerk. Die sind echt richtig cool. Das sind Vulkane, kennt ja auch jeder. Hat auch fast jeder. Da habe ich drei Stück von. Nee, ja. Da freue ich mich auch schon richtig, die zu zünden. Okay, lasst mir noch einen Daumen hoch, wenn ihr das Video gesehen habt und es euch gefallen hat. Dann lasst mir doch bitte einen Daumen hoch und ein Abo. Ja, okay, dann danke und tschüss und viel Spaß bei Silvester.